Ja, ich befinde mich jetzt in einer Lagerhalle der ehemaligen Quelle. Hier wird neuerdings Theater gespielt. Wie cool ist das denn eigentlich? Und was man im Hintergrund schon schemenhaft erkennen kann, das ist ein Boxring. Das Stück trägt den Namen The Fight, zu Deutsch der Kampf. Und in den Ring steigt eine neue freie Linzer Theatergruppe mit altbekannten Gesichtern. Ich begrüße Sie mit einem deutschen Applaus von unserem Gregor Köberle. Das Stück von Walter Kohl erzählt die wahren Geschichten von 12 Personen. Ihr Kampf ums Leben, ums Überleben, festgehalten in Interviews und für die Bühne adaptiert. Und nach 5 Stunden brauchst du eine Pause. Und dann einen Tag mit 7 oder 8 Stunden. Da ist der Tag für mich gelaufen, da kann ich heimgehen und mich hinlegen. So emotional erschöpft bin ich. Bei unserer Produktion, die Zahl wechselt ein bisschen, weil die Boxer nicht immer die gleichen sind, sind es so 12 bis 14, 15 Menschen, die eben nicht Schauspieler sind. Also so wie Sie und ich und aus allen Bereichen, also von Studentin oder Callcenter-Agent oder ein Mann, der in Frühpension war wegen einem Burnout und dann doch wieder zu arbeiten begonnen hat, bis zu einem ehemaligen Spitzenmanager, der, weiß ich nicht, 12 Millionen Umsatz im Jahr gemacht hat und mehr oder weniger dann nach Veräußerung des seines Österreich-Teils durch den Konzern in die Pension gemobbt worden ist. Ich spiele eigentlich das, genau das Thema, was mir am Herzen liegt, dass man eben Managergehälter auch in Staatsbetrieben, dass die einfach einsackeln, was geht und sie überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Die Gier ist so groß. Und überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen auf die Gesellschaft oder auf die Angestellten, auf die Arbeiter. Es wird nur mehr Unternehmensberater, die entlassen dann, weil wir wollen ja mehr Gewinne machen, die Aktionäre müssen mehr, Ausschüttungen muss es mehr geben. Und ob die Leute dann in der Firma krank werden, ob sie dann in ein Burnout fallen, weil sie so viel zu tun haben und immer weniger Personal und immer mehr muss geleistet werden, das interessiert keinen. Das interessiert einfach keinen. Und das wurmt mich so. Und das ist mein Thema. Nur, es verdient ja keiner mehr. Was bis zum dritten Leben soll man der Mutter bleiben, habe ich gesagt. Ja, das gibt ein Kinderbett, aber es gibt doch mein Kind nicht ab, wenn es ein Wunschkind war. Damals ist meine Ehebrüche gegangen. Das ist wie ein Geschenk da eigentlich, weil es ist ein Hotspot, kann man fast sagen, im Grunde genommen, diese Geschichten oder die Geschichte, die jüngste Geschichte eigentlich, die man damit verbindet mit der Quelle. Also ein Betrieb, der gut funktioniert hat, der dann plötzlich von einem Tag auf den anderen für bankrott erklärt wurde, beziehungsweise weil halt irgendwo irgendwas verkauft wurde. Und dann ist alles abgebaut worden, die Leute sind abgebaut worden, dann war es aus und es gibt nichts Besseres, hier herinnen so ein Stück zu spielen, ja, oder ein Stück zu inszenieren. Das sind starke Geschichten. Das sind starke Geschichten aus dem Leben der Protagonistinnen und die brauchen einen starken Untergrund. Und wir haben lange, also lange eigentlich, 5 Wochen haben wir geprobt und immer wieder jedes Modul einzeln und zum Schluss dann diese, ich habe immer gesagt, diese Perlenkette zusammengefügt, weil jede einzelne Runde ist für mich ein Highlight. Ja, The Fight ist auf alle Fälle ein gelungener K.O.-Schlag für soziale Ungerechtigkeit. Aber trotz genialer Location kommt das Stück an manchen Stellen einfach nicht aus nur einer Ecke raus. The Fight ist etwas für ein lachendes und ein blaues Auge und noch zu sehen bis Mitte März. Was ich mir wünsche, das wäre eine zweite Runde für die Lagerhalle der Quelle als Theaterstätte. Das war die Kultur. Ich sag auf Wiedersehen.